Hallo, mein Name ist Hildegard Niemann und ich bin Diplombiologin und Behavior Consultant. Ich betreue Papageien und Sittichhalter im Rahmen von Verhaltenstherapie, Verhaltensberatung, Haltungsberatung und Training und freue mich, Sie hier in meinem Büro begrüßen zu dürfen. Ich weiß, mein Büro sieht vielleicht nicht so aus wie ein Durchschnittsbüro. Das heißt also, es fehlen eigentlich die üblichen Bücherregale, weil meine Bücher alle da hinten in dem dicken Regal sind. Oder hinter Ihnen, hinter meinem PC. Und ich mag es eigentlich auch ganz gerne grün und ein bisschen bunter, denn meine Arbeit beruht darauf, dass ich kreativ bin. Das heißt also, ich neige dazu, wenn ich mit Papageien und deren Haltern arbeite, auch mal Wege zu gehen, die vielleicht nicht immer Mainstream sind, aber dann letztendlich immer an das Individuum und die Haltung angepasst sind. Und dafür brauche ich ein kreatives Umfeld und ich brauche es grün. Das heißt also, das hier ist mein Büro und hinter mir sehen Sie auch die Tür, die geht in den Wohn- und Essbereich. Wenn meine Vögel Freiflug haben und sich in im Haushalt bewegen, dann kann es also durchaus auch mal sein, dass wir ein Online-Meeting haben und irgendwann landet irgendwas auf meiner Schulter. Also bitte nicht wundern, wenn hier nachher einer vorbeikommen sollte. Kann sein, wird vermutlich aber eher nicht der Fall sein, weil gerade mit aus Ruhe ist. Gut, also warum dieses Video? Ich habe festgestellt, dass immer mehr Halter Fragen haben, wie kann ich sie erreichen, beziehungsweise wie arbeitet man mit Parrot Behavior Consulting zusammen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache ein Video und wir laufen einfach mal gemeinsam durch meine Homepage und ich erkläre Ihnen, wie ich arbeite, beziehungsweise was für Angebote wir bei Parrot Behavior Consulting haben. Das heißt, ich hole Sie jetzt sozusagen gleich in meinen Rechner rein und wir gucken einfach mal, was Sie auf meiner Homepage finden, beziehungsweise was für Angebote zur Verfügung stehen. Das heißt also, nicht wundern. Jetzt verändert sich gleich der Bildschirm. So, so sieht das aus. Das heißt also, wenn Sie meinen Namen googeln oder wahlweise Verhaltensberatung oder Papageientraining, kann es sein, dass Sie auf diese Homepage stoßen und da finden Sie diese Oberfläche. Das Erste, was Sie auf der Oberfläche sehen, ist dieses Pop-up. Das Pop-up kann man ganz einfach über den Button hier vorne schließen. Auf diesem Pop-up sehen Sie normalerweise immer das aktuelle Webinar von Parrot Behavior Consulting, das gerade beworben wird. Das erkläre ich Ihnen gleich nochmal im Detail. Das klicken wir jetzt erstmal weg. So, das ist die Oberfläche. Ist nicht so groß, das heißt, wenn man runterscrollt, ist man eigentlich relativ schnell fertig. Oben sehen Sie das Menü und hier an der Seite nochmal die Angebote, die wir alle haben. Das heißt also, was wir machen ist, wir fangen einfach mal hier vorne an und arbeiten uns durch die Neuigkeiten durch. Bei den Neuigkeiten erfahren Sie immer, was wir aktuell im Angebot haben, beziehungsweise was ganz Neues. Aktuell haben wir das Booklet von der Jennifer Cunha aus den USA. Jennifer hat letztes Wochenende am Sonntag ein Webinar gehalten zum Thema Kommunikation mit Papageien und Sittichen, wie man seinen Vögeln beibringt, mit Ja und Nein, also mit Zustimmung und Ablehnung zu kommunizieren. Dazu hat sie auch eine Trainingsanleitung veröffentlicht, die wir jetzt übersetzt und verlegt haben. Die können Sie direkt online bestellen für ein kleines Geld. Ist also wirklich ganz nett gewesen und hat viel Spaß gemacht. Weiterhin haben wir demnächst eine Kundenreise nach Costa Rica in 2020. Da werde ich aber nachher sicherlich noch ein bisschen was zu erzählen. Also, wenn Sie Neuigkeiten über Parrot Behavior Consulting erfahren möchten, über Papageienhaltung, dann schauen Sie ab und zu mal auf diese Homepage. Da finden Sie immer das, was gerade aktuell ist. Zum Thema Consulting. Das heißt also, wenn wir in die direkte Beratung reingehen, dann haben wir verschiedene Angebote. Und zwar gibt es die Möglichkeit, sich telefonisch beraten zu lassen, eine Videoberatung in Anspruch zu nehmen oder aber eine Beratung vor Ort. Bei einer telefonischen Beratung vereinbaren wir einen Termin über eine Stunde. Zu dem Termin rufen Sie mich unter der Festnetznummer an, 02451 90 185 97. Und wir unterhalten uns eine Stunde lang über Ihre Vögel, beziehungsweise über das, was Ihnen am Herzen liegt, was wir verändern sollen oder die Fragen, die Sie auch haben. Hilfreich ist es dann immer, wenn Sie mir Videos und Bilder von den Vögeln schicken und vielleicht nochmal ein kleines Abstract, was genau bei Ihren Vögeln nicht in Ordnung ist, beziehungsweise was Ihnen Sorge bereitet oder was Sie jetzt für sich verändern möchten. Bei einer Videoberatung haben wir so wie jetzt im PC und im Video eine Online-Verbindung. Das heißt also, Sie sehen mich, ich sehe Sie und ich sehe natürlich dann auch Ihre Vögel. Und wenn Sie das Handy oder das Smartphone oder was auch immer dann bewegen, kann ich natürlich auch, wie Sie jetzt hinter mir das Büro sehen, Ihre Vögel sehen. Das ist immer ganz hilfreich, wenn der Halter sehr weit weg wohnt oder in einem anderen Land. Also ich betreue zum Beispiel auch Halter in Österreich, in der Schweiz oder in Spanien. Und da ist es hilfreich, wenn man so eine Online-Verbindung hat, denn man kann nicht immer gleich vor Ort sein, wenn da ein großes Problem ist, kann aber dann trotzdem sehr schön mit den Vögeln arbeiten. Das geht über eine halbe Stunde. Normalerweise, wenn man mit den Vögeln arbeitet, war eine halbe Stunde ist dann auch normalerweise genug für die Vögel. Das heißt also, wir wollen die Tiere ja nicht überfordern. Es kann aber auch durchaus sein, dass eine Videoberatung mal über eine Stunde geht, selten aber länger. Eine Beratung vor Ort bedeutet, dass ich bei Ihnen zu Hause vorbeikomme.
dass wir uns die Haltung gemeinsam anschauen, auch dort mit den Tieren arbeiten, ihre Fragen beantworten. Und normalerweise dauern Ortstermine, ja, pro Termin kann man sagen, ungefähr 2 Stunden. Es kann aber auch sein, wenn es ein wirklich schwerer Fall ist, dass es mal länger geht. Oder auch mal ein bisschen kürzer, wenn es nur Kleinigkeiten sind. Das heißt, wir vereinbaren einen Termin, normalerweise am Wochenende, weil dann die Straßen noch nicht so voll sind, wenn das in Deutschland überhaupt noch geht. Ich komme bei Ihnen zu Hause vorbei und wir besprechen das Ganze dann direkt bei Ihnen vor Ort. Wenn es weiter weg ist und mehrere Halter an einem Wochenende einen Termin gebucht haben, dann werden die Anfahrtskosten durch alle Halter geteilt. Ich bemühe mich natürlich immer, die Kosten so zu halten, dass ich für jeden Halter, der in dem Raum lebt, auch erschwinglich bin. Das heißt also nicht zu teuer werde. Denn ich finde, es sollte jeder Halter in der Lage sein, sich einen Berater zu leisten. Das heißt also, Sie sehen jetzt hier unten meine Honorarsätze. Die liegen bei einer telefonischen Beratung bei 39 € pro Stunde, bei einer Videoberatung bei 29 €. Ein Termin vor Ort kostet 52 € plus Anfahrt und die Anfahrtskosten werden halt immer individuell berechnet. Gut, was haben wir noch für Möglichkeiten, uns beraten zu lassen? Das heißt, gehen wir noch mal kurz zurück. Dann haben wir hier die Webinare. Webinare sind Online-Vorträge, um an einem Online-Vortrag teilnehmen zu können oder auch an Arbeitsgruppen oder wahlweise an einem Videomeeting, so wie ich es gerade beschrieben habe, müssen Sie sich hier, das heißt an diesem kleinen Button, ein Programm herunterladen. Das heißt, Sie klicken diesen Button an, dann erscheint diese Oberfläche. Und Sie klicken hier oben auf "So funktioniert's". Dann scrollen Sie runter und hier unten sehen Sie 2 Downloads. Der erste Download ist ein Handbuch, das brauchen Sie eigentlich nicht, sondern Sie brauchen den zweiten Download, das heißt hier unten, dort klicken Sie. Sie laden sich dann ein kleines Programm herunter, den Zoom Launcher. Sie müssen sich nicht registrieren und nicht anmelden. Sie müssen nur dieses kleine Programm runterladen, mehr nicht. Das reicht aus. Sie sollten eine Kamera haben an Ihrem Gerät und Sie sollten ein Mikrofon haben, damit Sie Bild und Ton haben. Das wäre hilfreich. Wenn Sie jetzt also an einem Webinar teilnehmen, laden Sie sich das kleine Programm herunter, melden sich dann über die entsprechenden Online-Formulare an. Das heißt also, hier haben wir so ein Online-Formular, klicken wir es mal an. Das sieht dann so aus, da tragen Sie sich ganz normal ein und das geht dann bei mir ein und Sie bekommen eine Anmeldebestätigung. Zum Webinar bekommen Sie eine E-Mail vom System, nicht von mir, vom System und diese E-Mail enthält einen Link. Diesen Link klicken Sie an. Sie kopieren nichts raus, sondern Sie müssen in der E-Mail bleiben. Klicken den Link an und dann öffnet sich am Abend das Webinar. Normalerweise haben wir, wenn wir Webinare veranstalten, eine Stunde vorher den Raum offen. Das ist ein virtuelles Zimmer und es erscheint eine Wartefolie. So wissen Sie, dass Sie in dem richtigen Raum sind. Das Webinar selber ist ein Online-Vortrag. Ich habe mal einen geöffnet, den mache ich jetzt mal auf. Das heißt, das sieht dann so aus. Und wenn wir dann da durchgehen, dann erzähle ich etwas dazu, dann bin ich ganz normal so zu sehen wie jetzt auch. Und Sie können dann, wenn Sie das möchten, Fragen stellen. Das heißt also, es gibt unten eine kleine Leiste und da steht FA-Funktion und Sie können dann Fragen eintippen. Die werden dann vorgelesen von meinen Begleitern, von dem Host, so nennt sich das. Und der Referent, je nachdem, wer da gerade sitzt, beantwortet diese Fragen dann. Sie selber treten nicht in Erscheinung. Das heißt, Sie sind während eines Webinars nicht zu hören und nicht zu sehen. Das heißt, Sie können sich auch in Jogginghose mit einem Glas Rotwein und mit Lockenwicklern da hinsetzen. Sie sind nicht zu sehen und nicht zu hören. Und es wird auch Ihr Name nicht genannt, sondern wenn die Fragen vorgelesen werden, heißt es nur, ein Amazonenhalter hat folgende Frage und die wird dann direkt beantwortet. Wir bemühen uns immer, das Angebot für Webinare recht weit zu gestalten und verladen auch gerne externe Referenten ein. Wir haben auch Referenten aus dem Ausland. Wie gesagt, die Jennifer Cunha war gerade da. Wir hatten schon Jason Green da, Robin Chirokis, Daniel Sigmund. Wenn das ausländische Referenten sind, übersetzen wir natürlich und übersetzen dann natürlich auch die Fragen, die Sie haben und die Antworten, die Sie dann von den entsprechenden Referenten bekommen. Schauen Sie ab und zu mal vorbei. Wir würden uns freuen, Sie bei einem Webinar begrüßen zu dürfen. Es ist wirklich ganz einfach. Und wenn Sie noch Fragen mit der Technik haben, kein Problem, dann kontaktieren Sie uns einfach und wir vereinbaren einen Termin. Die Telefonnummer steht hier unten und probieren die Technik einfach vorher nochmal zusammen aus. Gut, was haben wir noch? Das waren Webinare. Dann haben wir Online-AGs. Online-AGs sind Arbeitsgruppen, die sich einmal monatlich treffen. Das heißt, es gibt verschiedene Themen. Wir haben eine extra Gruppe für Sittichhalter.
Denn Sittiche sind vom Verhalten her doch noch ein bisschen anders als größere Papageien. Sie sind ein bisschen schneller und ein bisschen scheuer in einigen Dingen. Das heißt also, wir haben uns da entschlossen zu sagen, okay, die Sittiche, die nehmen wir aus, weil wir da einfach ein bisschen anders arbeiten müssen als mit den größeren Vögeln. Wir haben verschiedene Verhalten und Trainingsgruppen für Papageien mit unterschiedlichen Zielsetzungen beziehungsweise unterschiedlichem Trainingsgrad. Und wenn Sie da Interesse haben, einfach mal teilzunehmen, dann melden Sie sich bei uns und wir schauen dann, wo Sie mit Ihren Vögeln am besten dazu passen. Die Teilnehmer einer Trainings-AG sind mit Bild und mit Namen zu sehen und zu hören. Das heißt also, da kennen Sie, wer noch in der Gruppe sitzt, ist ja auch Sinn, weil es eine AG, eine Arbeitsgruppe. Jeder soll sich dort einbringen, jeder soll dort Spaß haben und jeder soll dort seine Fragen und Probleme äußern können. Wir schauen uns in den AGs normalerweise auch Videos an von den Haltern, die Sie vorher einschicken. Dann hole ich sie genauso, wie ich sie jetzt in meinen Rechner geholt habe, auch nochmal in den Rechner hinein und wir schauen uns dann gemeinsam Trainingsvideos an, sodass alle davon profitieren können. Die aktuellen Online-Termine finden Sie hier vorne, sodass Sie sagen, okay, da fühle ich mich wohl, da kann ich teilnehmen. Wenn es ganz bestimmte Fragestellungen sind, die beißen oder schreien, dann bemühe ich mich, alle Halter zusammenzufassen, sodass wir sagen, okay, das klappt ganz gut, aber momentan ist es so, dass alle, die in den AGs sind, eigentlich diese Probleme momentan nicht mehr haben. Deswegen haben wir die erstmal ruhen lassen. Aber es ist natürlich kein Problem, so eine AG jederzeit wieder ins Leben zu rufen. Es sollten allerdings mindestens 2 bis 3 Teilnehmer da sein, damit das Ganze auch konstruktiv ist, sonst ist es ja auch mehr oder weniger nur ein Einzelmeeting. Gut, was haben wir noch im Angebot? Dann haben wir noch Workshops im Angebot. Das heißt also, im nächsten halben Jahr haben wir die Trainingsworkshops. Da sind wir im Papageienpark Bochum und beschäftigen uns mit dem Thema Training. Das heißt, wir machen Theorie und anschließend dann noch einen aktiven Teil, wo Sie anhand von Trainingsspielen nochmal lernen, wie es ist, zu trainieren und selber trainiert zu werden. Das heißt, wir versetzen Sie nochmal in die Situation, in der sich ein Tier befindet, wenn es trainiert wird, einfach damit man mal so den Kopf ein bisschen weit kriegt und sich denkt, aha, okay, so kommt es eigentlich bei meinem Gegenüber an und es ist für meinen Vogel doch schon schwierig, mich zu verstehen. Das heißt, wenn Sie da Interesse haben, haben wir hier das Programm. Einfach mal anklicken. Dann geht es auf und dann können Sie ganz in Ruhe nachlesen, ob das für Sie ein interessantes Angebot sein könnte. Aha, es dauert, da ist es. Hier sehen Sie dann, was wir machen. Da ist das zweite Modul, da ist dann das nächste Programm und im Herbst haben wir noch den Kombi-Workshop und dann haben wir noch das Papageien-Praxistraining. Das heißt also, da sind Halter mit ihren Vögeln im Papageienpark Bochum und trainieren dort mit ihren Tieren. Verschiedene Zielsetzungen. Wir nehmen uns jedes Mal was anderes vor. Letztes Mal haben wir Nagelfeilen trainiert. Das heißt, wir haben so einen Beauty-Salon gehabt. Das war ganz lustig. Wir treffen uns normalerweise einmal monatlich für gut 2 Stunden, manchmal ein bisschen länger, wenn die Tiere länger Lust haben zu arbeiten und arbeiten dort direkt mit den Vögeln. Da ist es allerdings wichtig, dass sie ein Gesundheitszeugnis haben. Wir möchten jetzt alle Vögel gesund wieder nach Hause kommen. Also hier sind die aktuellen Termine. Wenn Sie Interesse haben, daran teilzunehmen, dann melden Sie sich einfach an. So, kehren wir nochmal zurück. Dann haben wir das Papageien- und Sittichjournal. Das ist unser Kundenmagazin. Im Papageien- und Sittichjournal haben wir verschiedene Agenten. Das heißt, einmal haben wir den Campus. Dort werden wissenschaftliche Veröffentlichungen, aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichungen so aufbereitet, dass Sie als Halter dann auch einen Benefit davon haben. Wir haben Haltungsberichte. Wir bringen immer ein bisschen was zur Ernährung. Auch ein Trainingsteil. Wir haben den Chicken Corner. Das heißt also, da ist immer wieder ein relativ breites Angebot. Das Papageien- und Sittichjournal erscheint 4-mal im Jahr. Wir haben kein Abo, aber wir haben eine Verteilerliste. Das heißt also, wenn jemand das Papageien- und Sittichjournal regelmäßig beziehen möchte, kann er uns kontaktieren. Dann kommt er einfach auf die Verteilerliste und bekommt das Heft dann unaufgefordert zugesendet, wenn er es haben möchte. Ansonsten können Sie das jederzeit gerne hier bestellen. Und wir senden es Ihnen dann für 4,50 € bis 1,45 € Porto und Verpackung gerne zu. Hier sind die alten Ausgaben. Wenn Sie also noch ein bestimmtes Heft nachstellen möchten, ist es kein Problem. So. Dann haben wir noch das Web on Demand. Das heißt also, wenn Sie ein Webinar verpasst haben oder Sie ein bestimmtes Thema ganz besonders interessiert, dann haben wir Webinare aufgezeichnet. Die können Sie jederzeit nachbuchen. Das heißt also, wenn Sie sagen, oh, Vogelfutter, Pflanzen, die Frühjahrssaison beginnt, momentan sieht es ja nicht so aus, es schneit,
Aber irgendwann kommt der Frühling auch wieder hierhin. Dann können Sie sich das Webinar Bestimmen von Futterpflanzen nochmal ansehen. Es ist sicherlich nie verkehrt, da nochmal so ein bisschen aufzufrischen. Wir haben natürlich auch noch andere Webinare und diese Rubrik wird auch wieder aktualisiert werden. Da ist noch lange nicht alles drin, was wir bisher gemacht haben. Schauen Sie einfach noch mal rein und wenn Sie sagen, wunderbar, interessiert mich, dann können Sie gerne jederzeit hier über dieses Formular eine Nachricht senden und dann bekommen Sie einen individuellen Termin, wann Sie Zeit haben. Das heißt also, wenn Sie sagen, sonntags morgens um 11 Uhr, würde ich mir das gerne anschauen, dann ist das kein Problem, dann finden wir einen Termin und dann kriegen Sie das sonntags morgens um 11 Uhr für Sie persönlich eingespielt. So wie es Ihnen am besten gefällt. Gut, dann haben wir noch das Papageiencafé. Das Papageiencafé ist ähnlich wie die Online-Arbeitsgruppe ein Ort, an dem sich Papageienhalter treffen, allerdings ohne besondere Agenda. Das heißt also, da sitzen wir einfach nur 1,5 Stunden zusammen und unterhalten uns miteinander. Das Schöne am Online-Papageien-Café ist, Sie können es von zu Hause aus machen. Das heißt, es ist völlig wetterunabhängig und es ist auch völlig egal, in welchem Land Sie leben. Es geht einfach nur darum, sich zusammenzusetzen, zusammen Spaß zu haben, sich über seine Vögel zu unterhalten. Jeder ist ja herzlich willkommen. Es ist ganz egal, ob es ein Sittich ist oder ob es ein Ara ist. Wir freuen uns über jeden Papageienhalter, der kommt und sich ein bisschen mit uns auseinandersetzt, beziehungsweise sich über seine Vögel unterhält für einen kleinen Obolus. Das Papageiencafé startet normalerweise um 7:30 und ist um 21 Uhr dann auch wieder beendet. Gut, dann haben wir noch den Newsletter. Den finden Sie hier. Der Newsletter wird regelmäßig versendet. Wir bemühen uns immer im Newsletter ein bisschen Content zu veröffentlichen. Das heißt also, wir haben immer wieder etwas über Pflanzen drin, etwas über Obst, etwas über Verhalten, über eine aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichung, was uns halt gerade so unterkommt, von dem wir hoffen, dass es Sie interessieren könnte. Zusätzlich erfahren Sie natürlich noch, was es Neues bei Plant Behavior Consulting gibt, sprich also das nächste Webinar, die nächste Veröffentlichung, die rauskommt, die nächste Arbeitsgruppe, die stattfindet, sodass Sie immer auf dem aktuellen Stand sind. Wir würden uns freuen, wenn Sie den Newsletter bestellen. Das können Sie ohne Probleme durch die Buttons machen. Zum Schluss noch die Papageienreisen. Das heißt, Plant Behavior Consulting war 2014 auf den Philippinen und hat dort BII besucht. Wir waren mit den Haltern in Neuseeland und in Australien. Und die nächste große Reise ist 2020 nach Costa Rica. Das heißt, wenn Sie hier den Button anklicken, erfahren Sie stets, was es Neues gegeben hat, beziehungsweise was wir planen an Reisen in der nächsten Zeit. Wenn Sie also Lust haben, mit uns nach Costa Rica zu fahren, dann schauen Sie noch mal rein. Vielleicht ist ja irgendetwas für Sie dabei. So. Jetzt haben wir einen kleinen Ausflug gemacht durch meine Homepage. Das heißt also, ich würde mich freuen, wenn Sie irgendwann mal bei uns vorbeischauen und unsere Angebote in Anspruch nehmen. Wenn Sie Fragen zu Papageien oder Sittichen haben, wenn Sie sich Sorgen machen, ob mit Ihrem Vogel alles in Ordnung ist, ob sich Ihr Tier wohlfühlt oder wenn Sie sagen, meine Haltung ist lange nichts passiert und eigentlich habe ich das Gefühl, wir treten so ein bisschen auf der Stelle, ich hätte gerne wieder mehr Spaß mit meinem Vogel. Dann melden Sie sich einfach. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf jeden Halter. Das heißt also, egal ob Sie Ara, Amazone, Wellensittich oder Nymphensittich haben, ob Sie einen Vogel haben, zwei oder einen ganzen Schwarm, uns ist wirklich jeder Halter willkommen. Und wir bemühen uns, Sie mit unserem Angebot so zufriedenzustellen, dass Sie und Ihr Vogel eine gute Beziehung haben und dass Sie ein zufriedenes Leben miteinander führen können. Wir freuen uns auf Sie. Melden Sie sich einfach. Bis dann. Tschüss.